Die zweite Epovette. Es hat jede eine eigene Epovette, eine eigene Pipette. Ja. Marcello, du hast es schon? Hast du schon was aufgenommen? Ah, das hat nicht mit der flachen Seite, sondern mit der abgerundeten. Ja, sehr gut. Genau. Ja? Gut? Gibst du die Spachtel weiter? Das genügt schon. Das genügt voll auf. Gibst du das weiter, deine Spachtel? Wischst du sie ab, deswegen habe ich dir den ordentlich abwischen. Und wenn wir die Epovette nicht halten wollen, dann geben wir sie in das Epovettenreck zurück. Ja, sehr gut. Und gibst es da rein. Wo ist meine Pipette? Das weiß ich nicht. Du bist doch für deine Pipette verantwortlich, nicht für... Okay. Ja. Sind sie sehr vorsichtig. Ja? Und wir sind auch deswegen auch sehr vorsichtig. Und ich mache das jetzt, jetzt kommt es einmal alle ein bisschen näher. Seht ihr da was? Ja. Magst du mir bitte meinen Spatel? Christoph, siehst du auch was? Ja. Da, hier, das da. Da kannst du ja ruhig aufstehen. Ja? Das macht Explosionen. Nein, Explosionen nicht. Schau, was ist das für ein Pulver? Ne? Nicht. Kalium. Permanganat. Was ist das? Ne? Ist das, welche Farbe hat das? Lila. 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 Oder in der Regel fast ganz schwarz. So, und jetzt werden wir davon schon mal viel da hineingeben oder wenig. Gehen wir mal ganz wenig hinein. Ja? Warum? Ganz, ganz wenig. Ist das viel? Nein. Sollen wir weniger nehmen? Nein. Aber ja, gehen wir weniger. Warum? Willst du sehen? Das ist ich, die Kinderkennige. Schau her, da ist aber jetzt wirklich nicht viel drinnen, oder? Nein. Ne? Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir da normal nur was reingeben. Was? Ne? So relativ. Wie viel haben wir da reingegeben? Gar nichts. So gut wie gar nichts. Nein, nicht gar nichts. Wir haben schon was hineingegeben, aber nicht wirklich viel. Ja, aber eins so ein Stück, das wirklich gut, wenn wir es schon schaffen. Bitte was? Ein winziges, nadelbauriges Stück, wie sie da drinnen sind. So, wir brauchen aber 5 Heferl. Also wir brauchen doch noch ein bisschen was. Ich werde das dann ein bisschen. So, jetzt nehmen wir. Oh! Was ist da passiert? Es geht gewöhnt. Und was ist da passiert? Rot. Jetzt jeder erzählt uns, was passiert ist vorhin. Rot. Also, du hast eine violette Lösung gehabt und dann hast du ein bisschen. Das ist keine Säure. Das ist keine Säure. Und auf einmal, und was ist bei dir, Marcel? Echt nichts. Na, bei dir ist wirklich nichts. Was hast du gehabt? Ich Salz. Nee. Du hast Salz gehabt. Nein, ja. Er hat das.